Hallihallo, da sind wir wieder. Genau, und diesmal haben wir mitgebracht Sandra und Guido. Und wir machen heute das neue Ü-Ei-Video zu Ende. Ich meine, wir machen heute wieder ein Video von den Ü-Eiern. Wir hatten ja schon zwei Videos gedreht, aber da war nie was Schönes drin. Aber jetzt geht Papa auf Nummer sicher. Und zwar gibt's ja bald, also im Dezember, am 20. Dezember gibt's den neuen Star Wars, der Aufstieg Skywalkers oder Star Wars The Rise of Skywalkers ab 20. Dezember. Und dazu hat sich Ferrero, die auch die Ü-Eier herstellen, also die Kinderüberraschungseier, was Neues ausgedacht. Eine neue Lizenz haben sie sich geholt und zwar von Star Wars. Wieder was Neues. Ja, und damit du nicht wieder enttäuscht bist, dass wir hier Ei für Ei aufmachen und da sind keine Figuren drin, hat Papa jetzt hier Sachen gekauft, die zwei Figuren garantiert sind. Zwei Figuren garantiert. Guck mal, hier steht es extra drauf. Zwei Figuren garantiert. Beschwerst du dich, wenn nicht zwei Figuren drin sind? Na klar, dann müssen wir uns beschweren. Ne? Aber ich meine, das ist ja nicht der erste Ausflug von Kinderüberraschung ins Star Wars-Universum. Es gab ja vor langer, langer Zeit, da war Papa fast noch so klein wie du, ne? Da gab es, wie hieß das? Das Hyperium spielt verrückt. Und zwar waren das auch Star Wars-Figuren, aber von den Happy Hippos. Die kennst du gar nicht mehr, ne? Aber die hatten wir damals, in, wo es warte, noch nein, im Kindergarten. Da hatten wir ja früher immer noch so eine Treppe. Ja. Davor, oder? So vor so einem Notausgang, da wo alle Fahrsachen sind. Weißt du, was da war? Na? Bei Kita Löwenzahn. Auf der Seite. Da gab es noch die kleinen Figuren. Da gab es so ja, welche Kasten. Ja. Und da waren die noch drin. Richtig, die haben die Lehrer damals oder die Kindergärtnerin mitgebracht. Stimmt. Zeig doch genau. Mal, wie die aussehen. Also so sehen die aus. Ne, habe ich ja schon gezeigt. Guck mal, so sahen die früher aus. Ne? Also da waren praktisch die Happy Hippos und die haben sie so im Star Wars Design gemacht. Ja, das ist ja Star Wars. Aber dann gab es ein paar Jahre später oder eine ganze Zeit später, gab es dann wieder Star Wars Figuren. Die sahen dann aber so aus. Und da unten auch. Und dann noch wieder später. Die hat unser Onkel oben. Echt? Ah, guck mal, dann sind die ja noch nicht so ganz so alt. Ne? Guck, dann gab es die auch wieder von Star Wars. Und jetzt aktuell gibt es praktisch zum neuen Film gibt's wieder Star Wars Figuren. Also, guck hier. Vier Eier, zwei Figuren. Wollen wir uns da angucken? Ja, okay. Pass mal auf. Ja, warte. Mit dem Mädchen fangen wir an. Momentchen. Also, wir gucken uns das erstmal genauer an hier, was hier alles so ist. Also, Star Wars jetzt im Kino? Naja, jetzt noch nicht. Das liegt halt daran, dass ich die Eier so früh gekriegt habe. Müsst dann noch bis Dezember warten. Zwei Figuren garantiert. Guck mal hier. Hier haben wir schon die erste Figur. Piep, ja? Piep. Ja. Hier hast du noch mehr, aber hinten stehen die Figuren drauf. Guck mal hier. Da oben können wir doch schon R2-D2 habe ich hier, sehe ich hier. Und dann haben wir Finn West, heißt er. Und dann haben wir C3PO. Ups, guck mal hier, das ist die Lampe da dran. Und dann haben wir noch einen Stormtrooper. Und dann kommt Rey. Und dann ich glaube, die kämpft ja gegen Kylo Ren. Oder? Guck mal. So sehen sie aus. Woher weißt du, wie die alle heißen? Hast du das im Internet gegoogelt? Ja, klar. Du bist kein Star Wars. Richtig, jetzt verrat doch nicht alles. Mädchen, ich muss mich doch hier so tun, als wenn ich von Star Wars Ahnung hätte. Verstehst du? Jetzt hast du mich schon wieder enttarnt. Aber du hast ja auch keine Ahnung von Star Wars, oder? Doch. Ich kenne mich nur mit Ü-Eiern aus. Doch, ich sehe es immer von Oliver. Ja, okay. Naja, wie auch immer, ist ja nicht schlimm. Wir gucken uns jetzt erstmal die Eier an, oder? Ja, wir fangen mit dem Mädchen an. Okay, dann machst du das Mädchen auf. Warte mal. Ups. Also, wir gucken, damit jeder weiß, was ihm geschieht. Warte, ne? Du nimmst das erste raus. Also, wenn wir von das oben anfangen. Du nicht, also. Wenn wir von oben anfangen. Jetzt komm schon, gut. So. Rein damit mit mir. So, wir fangen von oben an und gucken, was du da hast. Wo soll ich die Schokolade hin tun? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Dann tun wir sie einfach hier so lange hin, oder? Genau, die tun wir erstmal an der Seite. So, da haben wir schon mal das erste. Aha, da haben wir schon mal
Da haben wir schon mal eine Ex. Oh, da haben wir ja schon die erste Figur, oder? Ich mach. Guck mal hier. Das sieht ja fast so aus. Pass mal auf. Ich mach schon mal das nächste. Warte. Nee. Ihr warte euch mal. Das angucken. Echt? Da ist noch was drin. Ja, da ist, na klar, da ist eine Dings drin. Da ist die Anleitung drin. Nein, und? Der Beipackzettel. Aha, du hast wieder nicht alles zusammengebaut. Guck mal. Ups, da fehlt hier noch was. Also, gucken wir uns das an. Und ein Hinweis. Ein Hinweis? Ich glaube, es ist ein Hinweis. Mal gucken. Also, ups. Ah, das stellt mir die so hin. Sieht's aus hier. Guck mal. Das sieht aber fast so aus, als wenn das noch der alte Kinofilm wäre, ne? Also der neue, der im Dezember rauskommt. Oder sind da die gleichen Figuren bei? Das kann natürlich auch sein. Moment mal. Wir schauen uns das mal an. So, und während uns die Kamera jetzt umgefallen ist, haben wir sie wieder aufgerichtet, den Stormtrooper hier vernünftig zusammengebaut. Und jetzt kann ich euch nochmal die Funktion zeigen, die hier in der Anleitung steht. Und zwar ist es hier noch so ein kleines, ja, als wenn das so ein Shooter werden sollte. Ich zeige euch das mal. Können wir das rausnehmen? Ja, genau. Ja, dann hier. Muss man so, also da schießt Papa jetzt so gegen. Aha, also dieses hier soll jetzt wohl abgeschossen werden, ne? Ja. So, warte mal. Oder? Aber erst mal gucken hier. Erstmal ein bisschen scharf stellen. So. Und jetzt schnipse ich hier so dran. Zack. Und das ist schon alles. also nichts. Neues. Ja, warte mal. Achso, muss man wieder von vorne so reinstecken. Von vorne wird also praktisch geladen. Mhm. Ne? Und, naja, gut. Also, es geht ja hauptsächlich um die Figur, die wir uns jetzt mal eben einmal in Ruhe nochmal angucken. Du machst auf, ne? Du hast den zweiten von oben. So, und wir gucken uns jetzt, die... Das ist jetzt der zweite. Wir haben eine Schüssel geholt, auch in der Zeit noch, dass wir da die Schokolade jetzt reintun können. Ja, genau. So, ja, wir müssen hier politisch korrekt müssen wir arbeiten, ne? Oh, gleich die nächste, oder? Was hast du denn? Momentchen, was hast du hier? Nur mit Umhang. Aha. Oh, da haben wir. Wen haben wir jetzt? Zum Abschießen? Mit Umhang? Yes. Das sieht ja fast so aus, als wenn das hier Kylo Ren ist. Kylo Ren, oder? Ist das richtig rum? Na, das ist der andere Shooter, aber... Falsch herum. Dann drehen wir den Renner einmal. Warte mal. Warte. Den ich Kylo? So. Aber und Papa muss von ihn... Vorne ja, anhalten. Papa zeigt ihn jetzt erstmal. Guck mal hier. Hier zeigt doch erstmal Moment, die Anleitung. Moment. Wir zeigen ihn jetzt erstmal schön, wie er denn aussieht. So. Also. Oh, guck hier. Hier packt er praktisch die Munition rein oder diesen Shooter, was das ist, was da rausgeschossen werden soll. Hier wird es genauer erklärt. Aha. Also hier. Aha. Also sehen wir auch, jede Figur hat ihren eigenen Beipackzettel. Das ist ja schon mal schön. So, und jetzt hast du uns nämlich eben, weil du so schnell warst mit dem Auspacken, da hatte Papa nämlich was gesehen, an den Ü-Eiern ist etwas anders. Ne? Ja, das ist das, ein bisschen anders wie die anderen Eier. Lass mal, zeig uns mal die nächste Figur oder okay, das nächste Ei. Eigentlich dürften da jetzt vier Eier und jetzt müssen ja zwei Nieten drin sein. Ja, pass mal auf, ja, jetzt hast du sie wieder aufgemacht. Papa will doch mal was zeigen. Also pass auf. Hier steht nämlich jetzt nicht mehr Kinderüberraschung drauf, sondern Surprise. Du kannst das, gleich bei den ob das jetzt Spanisch ist, ich kann es nicht sagen. Schreibt es mir in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber Papa kann das ich ja auch mal aufmachen. Auf. Ich hab, wenn du immer so schnell bist, dann esse ich erst lieber. Ja. Eine Niete. Aber trotzdem, das ist was Tolles, die Niete. Na? Wieso? Ja, das sollte doch eigentlich mal... Ich weiß. Das gab es auch schon 100 Mal drin. Und zwar ist aber das da was. Ist keine Farbe mehr. Ja, das ist immer gleich. Doch. Ja, da ist ein bisschen Farbe bei. Papierfarbe. Ach du Schande, das ist ja noch billiger. Früher gab es in diesen Töpfchen immer die Farbe. Und jetzt hat man hier so Papierfarbe genommen. Ja. Papa macht mal den Finger ein bisschen nass. Oh, ja, die tatsächlich. Arme Farbe. So. Packe ich das jetzt hin? Na. An die Hose, wird sich Mama freuen. Na gut. Warte, hier, wir probieren einmal die Papierfarbe wirklich aus.
einen Pinsel ein bisschen grün. Grün. Ja, okay. Ein bisschen geht. Ja, aber mit zur Schule brauchst du sie nicht nehmen, oder? Doch, Wassermalfarbe. Also ich glaube, da hast du wohl bessere Mal. Oh ja. Einen besseren Farbkasten. Aber es ist süß gemacht. Alles klar. Süß gemacht. Los, nächster Ei. Ja, weg damit. Mal ich vielleicht heute noch mit. Oder gibt es ihm eine Schwester? Kann sie auch schon malen. Ja. Sie mag mir nicht malen. Mhm. So, dann haben wir jetzt hier praktisch das letzte Ei aus dem ersten Paket, ne? Ja, das ist ganz und. So. Das hat wieder eine andere Farbe. Ja, los. Hol mal die anderen Eier her. Nee, das ist wieder eine Nietenfarbe. Guck mal hier. Dieses hier ist immer die gute und das ist immer die Niete. Oh ja, die Niete. Oh ja, das ist das Gleiche. Was? Das ist das Gleiche. Genau das Gleiche? Na, aber nur mit einem Hund und mit anderen Farben. Ich hatte gerade schon Angst. Ich denke, das wäre ein Dingen. Wenn sie. Aber das ist natürlich auch nicht so. Ist natürlich auch nicht so schön, wenn hier immer gleiche. Okay, es sind andere Figuren. Ja, aber das hat man. Ja, sind andere ich Figuren. Ich probiere, ob diese Farbe auch funktioniert. Also, wir machen heute ein bisschen schneller. Machen wir gleich die nächste Geschichte auf. Ne? Nächste Geschichte. So, also auch dieses hier hat einen Beipackzettel, seht ihr? Also immer die oberen, da scheinen die Figuren drin zu sein. Ich hab den oberen geholt. Weil, ich sag euch mal den Trick, ja, früher war das so, da hatten einige hier unten einfach es aufgemacht, Ei rausgeholt und dann hatten sie immer die Figuren, die da drin waren. Das hat man aber geändert. Jetzt hat man die guten Sachen einfach oben hingepackt. Und mit der anderen Farbe. So, also da hast du ja wieder einen Hit. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir eine andere Figur gekriegt haben da. Ja. Na, andere Figur? Das super. Ist die, die oben steht. Sehr gut. Da haben wir ja Glück. So, was hast du denn für eine? Die hier. Ah, okay. Jetzt hast du als Figur... Hä? Die steht hier gar nicht drauf. Die Figur hast du BB-8, aber die steht hier gar nicht bei. Die dürfte ja gar nicht dabei sein, BB-8. Was ist das? Ach so. Oder ist das, weil hier in dieser Verpackung war BB-8 drin und hier ist da vorne drauf. Verstehe. Okay, na, gucken wir uns einfach mal an. Dann gibt es also nicht 2, 4, 6, 7 Stück, sondern 8 Figuren. Steht hier auch irgendwas? 2 aus 8 oder so? Nee, hier steht gar nichts. Nee. Ich habe falsch herum reingesteckt, dass man auch vorschnipsen kann. Also, dieses Viererpack kostet so 2,80 Euro etwa. Ja, 60 Cent die Figur. Das ist bei Viererpacks eigentlich immer so üblich. So, jetzt zeig mal, jetzt zeig ich erstmal. Ich möchte Moment. Ja, aber Papa muss ja erstmal zeigen, wie sie aussieht hier, der BB-8, ne? BB-8? BB-8, so heißt er. Baby. Ne? Baby, ja, das ist ist ein kleines Baby. Ja, R2-D2. Ja, genau. R2-D2, der sieht so ähnlich. Haben sie R2-D2 praktisch nachgemacht bei den neuen Filmen, ne? Haben sie es so gemacht. Aber da ist Dingens auch noch dabei. Ja, mal gucken, was du als nächstes noch dabei hast. Ja, gut, da ist natürlich... Darf ich jetzt einmal vorschnipsen? C3PO ist da auch bei, hoffe ich. So, 1, 2, 1. Zack. Ja, funktioniert. Okay, so, dann machen wir die nächste Figur. Nächste Figur. Also. Ja, also das zweite Ei davon. Ja, zweite Ei. Wir gucken uns das jetzt hier an. Da darf eigentlich keine Niete drin sein. Richtig, da müsste eigentlich wieder eine... Vielleicht machen sie es auch immer anders. Nein. So, also wir gucken mal, was wir diesmal drin haben. So. Aha, wieder ein Gewinn, ich sehe schon. Na? Erfahrene Gucker wissen Bescheid. Ne? Ja, ist was wieder haben das gleiche Zeichen wie mal. Ach, oh, da ja, haben wir wieder den gleichen. Brauchen wir ja gar nicht Alles klar. Also wissen wir, dass wir, wenn hier unterschiedliche Verpackungen sind, auch die gleichen Sachen drin sein können. Vielleicht aber ist ihr habt ja unten dieses. Ja, guck mal. Also, du machst... Ich mach schon auf. Du machst mal auf. So. Ja. Also, wir haben jetzt erstmal diese drei Figuren. Mach mal auf die Schnelle. Wir wollen uns ja hier nicht den ganzen Abend mit beschäftigen. So, oder? Bitte. So.
So. Ja, oh, was anderes. Okay, was hast du noch? Was ist das? Ein Vogel. Hatten wir doch schon mal sowas. Ja, ein Vogel, warte mal. Ein Vogel baust mal. Du schon mal zusammen? Ich baue das nicht. Nee, ich baue nicht zusammen. Ich habe ja hier das Ding. Du machst erstmal den anderen, oder? Ja. So, Vogel. Na, du bist mir ja auch eine Hilfe hier. So. Nicht sehr schöner Vogel. Das ist der Vogel. Falsch rum. Auf dem Kopf. Niete. Also. Also, ihr habt ja auch wieder einen Vogel. Na, was hast du? Vogel. Oder? Noch ein Vogel? Nein. Erstmal ein Leopard, warte. Den kann ich auf die Schnelle zusammenbauen. Gut. Aber auch nur günstig gemacht, ohne Lizenz, ohne alles. Also nicht hier irgendwie von Disney. So sieht er aus. Mhm. Was uns natürlich viel mehr interessiert, sind diese Figuren hier. Erstmal 3 von 8, die wir jetzt hier aus den Eiern rausgezogen haben. Komischer Löwe. Ja, während Sandra noch ein bisschen baut, würde ich sagen, bis bald, gell? Obwohl ich ja, sagen wir tschüss, oder? Ja, schön bauen haben wir dann. Wir haben was schon schön bauen. Na denn. So, also, so sehen sie aus. Mhm. Ups. So. Genau, so sehen sie aus, damit er sie wiederfindet im Supermarkt. Wie gesagt, 4 Eier, 2 Figuren garantiert. Mhm. Ja, das war's. Stimmt ja auch. Genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Guido und Sandra. Tschüss. Tschüss.